Ja, vielen Dank. Ich möchte anfangen mit einem großen Dankeschön an diejenigen, die diesen One Billion Rising Event heute hier am Neupfarrplatz organisiert haben. Ganz herzlichen Dank an die Elisabeth Geschka und an alle anderen, die hier heute stehen, um aufmerksam zu machen auf ein Thema, das leider immer noch, obwohl wir seit Jahrzehnten dagegen kämpfen, immer noch ein Tabuthema ist, immer noch ein Thema ist, wo Opfer nicht drüber reden, leider, sich nicht öffnen, nicht aufstehen, sich nicht wehren, weil sie es nicht können oder weil sie nicht wissen, wohin. Und deswegen mein zweiter großer Dank an die Anlaufstellen, auch hier in Regensburg. Das ist ja ein Thema, das nicht nur hier sich abspielt, sondern wirklich weltweit. One Billion Rising ist nicht zufällig gewählt, weltweit einfach Tatsache ist im Leben der Frauen und der Mädchen, auch hier in Regensburg. Und deswegen ein großer Dank an die Anlaufstellen, die es gibt, an den Notruf, Frauennotruf, ans Frauenhaus, an die Frauenhäuser, natürlich an Solvodi, an alle, die heute hier stehen und ein offenes Ohr haben und Hilfe anbieten können, Unterstützung anbieten können, damit Frauen aus diesem Teufelskreis des Schweigens rauskommen können. Wir haben den Frauennotruf schon sehr lange und wir haben hier in Regensburg deutschlandweit das erste Mahnmal gegen Gewalt gegen Frauen, gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Es steht am südlichen Ende gegenüber der Galgenbergbrücke, gegenüber den Arkaden, ist so eine Metallnummer. 24171 ist die Telefonnummer des Frauennotrufs. Im Jahr 2000 ist es dort aufgestellt worden und ich denke, das ist jetzt ein bisschen vernachlässigt mittlerweile und viele wissen überhaupt gar nicht mehr, warum das da steht. Es steht da, um aufmerksam zu machen und um, ja, als Aufschrei auch, als Mahnmal gegen die Gewalt. Und deswegen sollten wir immer wieder daran erinnern, was eigentlich mit Frauen weltweit passiert. Genitalverstümmelung, Menschen... Zwangsprostitution, wir müssen immer näher noch an den Lautsprecher gehen, am Schluss stehen wir dahinter und unter dem Zelt, ja, Vergewaltigung, auch verbale Gewalt gegen Frauen, alles das kommt zusammen und kann ein Leben komplett verändern und den Lebensweg einer Frau sehr, sehr, sehr erschweren. Deswegen herzlichen Dank an die Anlaufstellen, die machen, auch aufzustehen. Und One Billion Rising ist ein Tag, der auch Mut macht. Ganz bewusst am Valentinstag, wo es eigentlich um Liebe gehen sollte, wo Blumen verschenkt werden. Ganz bewusst an diesem Tag, um zu sagen, so ist es nicht. Weltweit schaut die Welt oft anders aus, schaut das Leben oft anders aus für Mädchen und für Frauen. In diesem Jahr heißt es bewegen, erheben, leben. 1 Milliarde Mädchen und Frauen pro Jahr erfahren Gewalt. Meistens im nahen Umfeld, im familiären Umfeld, zu Hause, da wo eigentlich Liebe sein sollte. Am Tag der Liebe stehen wir auf und machen darauf aufmerksam, dass das Leben nicht so ist und dass man es nicht durch eine rosarote Brille sehen kann. Die Farben heute sollten sein schwarz, rot und rosa. Manche haben dran gedacht. Ich möchte schließen mit einem Wort von Simone de Beauvoir, die was ganz Richtiges gesagt hat, nämlich Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen, sie bekommen nichts. Deswegen heute aufstehen, tanzen, lachen, trommeln gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Auf geht's!